Willkommen zurück zu Soma. Beim letzten Mal waren wir hier irgendwo unter dem Meer, haben hier unseren kleinen Kugelroboter hier getroffen, mit dem wir sagen können, hallo, hier bin ich. Der macht hier auch irgendwie ein ganz tolles Licht. Haben hier unter Wasser jede Menge komische Roboter gesehen, die irgendwie komisches rotes Licht ausstrahlen, die irgendwie über die Runden kommen wollen und so was. Und die sind uns nicht so ganz freundlich gesinnt. Und ja, ich hatte keine Ahnung, wohin. Jetzt bei den Folgen, jetzt hier beim Thumbnail bearbeiten und keine Ahnung was. Ja, halt mal Schnauze, während ich rede. Ist mir aufgefallen, wir haben ja so eine Tür gesehen. Wir haben ja sonst irgendwie alles abgeklappert mit den Roboter hier im Schlepptau. Bis auf diese Tür. Und deswegen würde ich da gerne nochmal hingehen, falls ich jetzt irgendwie die Tür finde. Ich glaube, da hinten ist sie schon, ne? Ne, ich meine, wir sollten zwar eigentlich hier zu diesem Helikopterlandeplatz. Aber, naja, gehen wir halt zu der Tür. Mal gucken, ob wir irgendwas machen können. Können wir hier jetzt draufdrücken? Warte, so. Nein, das war nicht richtig. So, springen. So. Mhm. Ich würde sagen, die Tür ist immer noch nicht offen, oder? Der findet das Gras ganz toll. Kiffernder Roboter oder was? Oder... Er fliegt auch irgendwie immer wieder dagegen. Ja, damit kann ich anscheinend nicht wirklich irgendwie was machen. Hm. Schade, hätte ich ja gedacht. Aber nö. Dann ist das doch nicht das Rätsel als Lösung. Weil, kann ich mit der Tür direkt irgendwas machen? Nee, ne? Nee. 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 Dann nicht. Dann gehen wir wieder. Was willst du denn? Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, dann müssen wir uns weiter umgucken und gucken, ob wir hier und dort und überall irgendwie was machen können. Derzeit weiß ich es noch so gar nicht. Ich laufe hier einfach mal auf ein bisschen. Wir laufen ja sonst irgendwie immer so lahmarschig durch die Gegend, so als wäre ich selbst. Aber... Oder müssen wir noch weiter zurück? Einfach nur mal gucken. Vielleicht finden wir irgendwas. Ne, hier kommen wir ja ursprünglich richtig her. Aus diesem kleinen Kaffgedöns. Hier haben wir eine Tür. Kann ich da durch? Hm. Irgendwie auch nicht so ganz. Gut. Das war jetzt irgendwie noch eine Überlegung wert, ne? Einfach mal eine Tür öffnen, die ich noch nicht geöffnet hatte. Aber leider auch Fehlanzeige. Gut, die Tür hatte ich gerade. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo eine Tür, die man öffnen kann. Hier haben wir nur irgend so ein Gedöns, dem ich nicht mal was machen kann. Also ich war ja auch am Ende der letzten Folge irgendwie schon so ziemlich ratlos, wo ich da hin soll. Weil wir haben doch auch ein Journal, ne? Irgendwo. Da ist die Taschenlampe. Wo haben wir... Das ist eine gute Frage. Mit Y kann ich die an- und ausmachen. Das ist gut zu wissen, dass ich eine Taschenlampe habe. Einfach mal irgendwie Knöpfe drücken, kann helfen. Jetzt, aber wo hat... Ich hatte doch irgendwie ein Journal oder so, ist das Inventar? Hm, ist weg. Gut. Nichtsdestotrotz müssen wir irgendwie weiter gucken. Hier. Da hatten wir schon drauf gedrückt, ne? Ja, das hatten wir schon. Amy, where were you? In the fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is... Ja, ja, ja. Das kennen wir schon, das kennen wir schon. So, hier kommt jetzt unser komischer Roboterkollege hier an. Warte, da ging es noch irgendwie weiter. Sehe ich das richtig? Naja, jetzt über die Felsen, okay.
Dann nicht. Versuch war's wert. Hier haben wir auch nichts. Zumindest nichts, wo ich jetzt irgendwie mega scharf drauf bin. Hier hinten nur wieder irgendwelchen Metallschrott. Boah, kann ich weit. Ja, ich höre mich auch rumschleichen. Aber wo komme ich hier weiter? Ich versuche mich hier an den Wänden oder sowas irgendwo lang zu kommen. Irgendwo lang zu gehen. Irgendwo war ich noch nicht, wo ich noch nicht war oder sowas. YB, das hatten wir. Das haben wir schon mal gesehen. Irgendwo da drüben fliegt so ein Roboter die ganze Zeit gegen Pfosten. Gegen die Wand. Irgendwo hin. Irgendwelche komischen Pumpen hier irgendwo. Aber wo zum Geier soll ich eigentlich hin? Ich meine, dieses Gerät hier sieht ja auch alles sehr schön und wichtig aus. Aber wenn ich dann irgendwo hin kann, ist halt eher schlecht. Ne? Dann habe ich da nicht so viel verloren. Ne, also hier ringsherum irgendwie so überhaupt und gar nichts. Außer, man muss hier irgendwo einen Strom anschalten für irgendwelche Türen oder sowas. Was deswegen irgendwie nichts angeht, nichts aufgeht oder sowas. Wobei Unterwasser Strom anschalten ist grundsätzlich irgendwie eine schlechte Idee. Aber vielleicht ist ja irgendwas dran. Aber hier ist nichts. Na, da oben hier, der Roboter, der die ganze Zeit immer wieder dagegen läuft. Immer und immer wieder. Da kann ich auch nichts mitmachen. Mein Bild krisselt, sobald man sich hier irgendwie diesen Dingern da nähert. Aber den kann man auch nicht mehr helfen. Warum überhaupt gibt es Türen, an denen man drücken kann und es öffnet sich einfach mal nichts? Das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Auch nur so ein bisschen. Ich meine, wir laufen jetzt hier auch schon wieder eine halbe Folge rum, haben noch nicht wirklich irgendwas erreicht. Und wir wollen doch was erreichen, wir wollen weiterkommen. Da kommt hier wieder der hier auf Patrouille. Pünktlich wie die Maurer. Oh, er speichert. Ist das hier richtig? Open. Wow. Es blendet. Warum kannst du die anderen Türen nicht aufschweißen? Wo bin ich eigentlich? Shuttle Station. Ja, ich weiß, aber trotzdem. So, dann ziehen wir mal auf. Kannst du doch nicht einfach weggehen? Nein! Okay. Er ist weg. Das war's. Wir sind tot. So, einmal hier. Zack, Wumms. Drüber streichen. Einstempeln. Yay! Willkommen bei der Arbeit. Druckausgleich wird wahrscheinlich wieder hergestellt. Wasser wird abgepumpt. Okay. Komme ich jetzt rein? Vielleicht? Er hat der kleine Hänger, während er das hier lädt. Hallo! Ich habe doch eine Taschenlampe.
können wir doch dann auch benutzen. Na, wenn wir schon sowas haben, wenn wir jetzt wissen, dass wir sowas haben, wo auch immer wir die her haben, einmal benutzen. Hallo? Nur mal gucken, was wir hier so haben. Er speichert. Das ist schlecht. Das heißt, er geht jetzt offiziell weiter. Und man weiß ja nicht, ob man das so will, ne? Kann ich da... Komm, da ist doch bestimmt irgendwie was drin. Nicht? Okay, wir müssen eh nichts einsammeln, aber es geht ums Prinzip. Hier haben wir wieder was zum Heilen oder sowas. Ja, nicht nur einen Finger reinstecken, ganze Hand. Jesus Christ! What the hell? Ich hab keine Ahnung. Das hat bestimmt irgendwie einen Hintergrund. Zu wenig Strom. Hm. Kann ich nichts mitmachen? Also müssen wir mehr Strom haben. Dann müssen wir den Schalter umknippen. Ja, umknippen. Nein, ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Umkippen, umknipsen, um... keine Ahnung. Irgendwas halt, ne? Denkt euch was aus. Gut. Jetzt, gucken wir mal, wo wir hier lang kommen. Können wir jetzt auch eigentlich schon ohne Taschenlampe machen. Hier ist genug beleuchtet. Dann mal gucken. Auf jeden Fall sieht das hier leicht defekt aus, alles. Hallo? Da ist ein Mensch. Mit einer künstlichen Lunge. Hallo? Hey, are you? Don't hurt me. Ich will dich gar nicht verletzen. It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Amy? Von der haben wir doch schon mal gehört. Ist doch die, die gezeichnet hat. Okay. Wir können jetzt natürlich auch die Dinger da abmachen. Aha. Station B, Gedöns. Wahrscheinlich müssen wir das abmachen, damit wir halt dann an den Strom da rankommen. Ist sowieso noch alles sehr kurios. Willst du einen Bohrer? Vielleicht kann dir der Bohrer helfen. Nein? Schade. Möchtest du einen Ölkanister? Kannst du dich einfach selber anzünden? Klappt auch super. Hm. Abby ist davon auch nicht begeistert. Möchtest du bestimmt eine leicht entflammbare Dose? Macht sich einfach farblich schön. Nee, möchtest du eine Kiste? Möchtest du noch eine Kiste? Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich will jetzt auch nicht hier die Dinge eigentlich abmachen, nur damit ich deinen Strom anschalten kann. Wahrscheinlich muss ich das aber. Aber gleichzeitig denkst du halt einfach nur so... Dann kann ich aber niemand mehr sagen, hey, sie braucht Hilfe. Aber naja, weißt du was? Plupp. Oh. Are you okay? Alles okay? I don't know. I wanna go home. Willst du jetzt eine Kiste? Ich glaube, das macht die Sache nicht besser, ne? Okay, dann gebe ich dir nochmal so ein Kabel. Oh, fuck. Wer hätte das nur gedacht? Naja. Auf jeden Fall kann ich jetzt den Strom anschalten. Beziehungsweise der Strom ist jetzt stabil. Okay. Gott. Arbeit ist verbracht. Ich kann wieder gehen. Warum ist es jetzt hier so scheiße dunkel? Ich habe doch den Strom angeschaltet. Jetzt ist halt nur die Frage, wieso, weshalb, warum lag jetzt Amy da? Also außer halt, sie wollte den Strom begutachten. Warum war sie an diesem Etwas dran? Und wer ist eigentlich Paul? Im wahrsten Sinne, wer ist Paul? Man erinnert sich vielleicht noch an Paul.
Hier ist es irgendwie dunkler als vorher. So, Strom aus, Strom an. So. Aha. Shuttle Nummer 02 nach YB. Oh, nehmen wir mal, ne? Schönen guten Tag. Fahrkartenkontrolle. Auch keine da zum Kontrollieren. Was haben wir denn hier? Vatos 2 flutbare Luftschleuse Reparaturset. Einmal eine Duplexpumpe mal 2. Ein Mehrzweckreiniger mal 1. Ein Ventilpaket mal 5. Dichtungsringe mal 10. Schlagschrauber mal 1 und flexible Rohre mal 4. Davon sind nur die flexiblen Rohre abgehakt und der Rest ist irgendwie nicht vorhanden. Okay. Wow, alter Tür, ey, komm mal, kleiner, leben. So. Notausgang. Zieh am Griff, um es zu öffnen. Okay, aber ich mache jetzt erstmal hier einlegen und dann, ne? Okay, und jetzt? Jetzt soll ich hier umknipsen, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge von Soma. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.